Vielen Dank. Danke, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Die politisch Interessierten unter Ihnen werden es schon mitbekommen haben. Ab morgen Parteitag der Grünen in Rostock. Es geht wieder mal um alles. Einige Grüne wollen etwas später kommen, denn sie haben noch Karten für Harry Potter. Das ist eigentlich nicht wirklich lustig, dieser Witz, oder? Aber ich glaube, zur Zeit funktioniert alles, wenn immer die Pointe lautet, Harry Potter! Glauben Sie nicht? Doch, das ist ganz wichtig. Irgendwie, naja, es war nicht so, aber immer noch besser als bei Harry Potter. Sie werden es im Laufe der Sendung noch hören. Entweder Sie schreien sie freiwillig weg oder es kommt ganz, ganz, ganz oft. Joschka Fischer hat ein bisschen Bedenken. Wie läuft das auf dem Parteitag? Er will, glaube ich, mit seinem alten Motorradhelm kommen. So wie Harry Potter. Wir sind sehr stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen jetzt ein Foto zeigen zu können, das heute in unserer Presse für Wirbel gesorgt hat. Das brandaktuelle Foto von unserem Kanzler Gerhard Schröder. Und zwar, schauen Sie, in einem Interview mit Uli Deppendorf steht der Kanzler auf der Kiste. Um einige gewisse rein körperliche Größenunterschiede auszugleichen. Das ist übrigens keine Kiste, sondern das ist noch das Podest zu dem Denkmal, das ihm Holzmann bauen wollte. Mich erinnert das ein bisschen an eine Geschichte von Astrid Lindgren, oder? Gerd auf der Kiste. So ähnlich thematisch wie Harry Potter. Jetzt wird es langsam quälen, oder? Ja, das ist das Schlimme, dass mir jegliches Gefühl dafür abgeht. Wissen Sie, wenn ich aufhören könnte, nein, jetzt wird es manisch, jetzt wird es ganz, ganz schlimm. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Wieso muss ich der Kanzler überhaupt auf eine Kiste stellen? War denn Scharping nicht da? Als Dr. Kohl noch Kanzler war, der musste sich nie auf eine Kiste stellen. Da musste sich allerdings Deppendorf einen Putzlappen drunter legen für den Angstschweiß. Helmut Charlotte and the Hot Legs! Heute Abend, meine Damen und Herren, haben wir zwei außergewöhnlich attraktive junge Frauen zu Gast. Mein erster Gast ist ein Weltstar, tolle Sängerin und sie hat jetzt ihren ersten Schritt gemacht als Schauspielerin in einem Film von Claude Lelouch, einer der großen französischen Regisseure. Das ist ihre neue Platte, Rien ne s'arrête. Was heißt das? Nichts bleibt, glaube ich. Nichts hält. Bestimmt. Heißt das, nichts bleibt? Rien, nichts bleibt. Bitte? Nichts hält. Nichts hält. Rien ne s'arrête. Le train n'arrête pas. Rien ne s'arrête. Nichts hält. Heute Abend bei uns Patricia Kaas. Mein zweiter Gast, ebenfalls außergewöhnlich attraktiv und eine von diesen modernen jungen Medienfrauen, die alles unter Kontrolle halten. Eigene Produzentin jetzt, eigene Produktionsfirma, moderiert eine neue Sendung bei RTL 2, in der junge Talente eine Chance kriegen, die in Konzepten, die von Zuschauern entwickelt wurden. Frank Elstner hat das Ganze unter seine Fittiche genommen, geht nächste Woche los. Heute haben wir uns unsere liebe Freundin Alex Bechtel. So ist das Licht besser. Dieses Bild hatten wir Ihnen gestern Abend vorgestellt mit vielen anderen. Otto Dix, Dienstmann Nummer 5. Und wir haben geschätzt, was kostet dieses Bild? Wie viel hast du geschätzt, Herr Andrak? 3 Millionen. 3 Millionen Mark.
könnte sein. Aber ich habe gesagt, nein, 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 man verschätzt sich oft. Und wir haben nachgefragt bei der Kunstsachverständigen Frau Dr. Ulrike Ittershagen vom renommierten Kölner Auktionshaus Lempertz. Und sie sagt, dieses Bild, Schätzpreis 100.000 bis 150.000 Mark. Das heißt, ich lag nicht so ganz falsch, ich habe geschätzt 300.000. Du lagst sehr gut, die Tendenz war sehr gut. Ja. Hättest natürlich auch überbezahlt mit 300.000. Aber es kann natürlich sein, dass es bei 150.000 losgeht und dann geht es hoch bis auf 48 Millionen. Das kann sein. Telefonbieter, irgend so ein Japaner, der anonym bleiben will. 100 bis 150.000 Mark, falls Sie noch was für Weihnachten suchen. Aber dieses Bild ist nicht verkäuflich, denn es ist in einer großen Hamburger Privatsammlung. Wir wissen nicht, in welcher. Wir wollen das rauskriegen. Wie kriegt man sowas raus? Nein. Nein, wir haben alles versucht, um es rauszukriegen, aber es ist echt sehr geheim. Das ist diskret. Ja. Weil natürlich diese Menschen wollen nicht, dass man weiß, dass sie diese Bilder zu Hause haben. Einerseits wegen Einbrüchen, andererseits auch, weil sie Kunstliebhaber sind und die Diskretion schätzen. 100 bis 150.000 Mark. Wie groß ist das Bild im Original? Weiß man das? Nee, ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht, aber wir können es ja unter Umständen nachmessen. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Warst du schon mal bei so einer Auktion? Nee. Ich auch nicht. Ich wollte mal zu so einer Zwangsversteigerung für Häuser gehen. Das muss ganz raffiniert sein. Und zwar, das muss wahnsinnig interessant sein. Da sind aber, glaube ich, keine Kamerateams zugelassen. Da setzen sich Leute rein, das sind Verwandte von den Zwangsversteigerten und die bieten das höher. Damit mehr Geld reinkommt. Ach, so heimlich. Ja, die bieten so mit. Und manche schaffen es natürlich nicht rechtzeitig auszusteigen, müssen den eigenen Scheiß kaufen. Und das haben wir gehört. Man muss. Man muss bei Zwangsversteigerung das Geld bar dabei haben oder einen beglaubigten Scheck der Landeszentralbank. Ehrlich? Ja. Und dann, du musst eine Anzahlung leisten, du musst auch nachweisen können, dass du das Geld hast. Und dann sitzen so Leute drin und lesen Zeitung und fangen dann erst an, ab einer gewissen Höhe überhaupt mitzugehen. Oder 2 Minuten bevor geschlossen wird, wie im Qualifying in der Formel 1, ja, gehen die raus und sagen 5.000 Mark mehr und dann haben sie es. Toll. Und es gibt auch Häuser, die zwangsversteigert werden. Ich muss da unbedingt mal hin, das interessiert mich. Die können vorher nicht besichtigt werden, weil die Leute erst noch zwangsgeräumt werden müssen, die drin sitzen. Verstehst du, die gehen nicht raus. Da stehst du draußen und sagst, ich will doch die Bude mal sehen, machen Sie mal auf, Frau Wusso. Patricia Gass. Ria Nessaro. Les chansons commencent. L'aigle noir. L'aigle, der Adler? Der schwarze Adler. Mon mec à moi. Mon mec, ist das mein Freund? Mon mec. Salut le mec. Sagt man das? Mec. Mec. Mon mec. Das ist die Platte und sie wird nachher hier sein. Sie sieht ein unglaublich tolles Outfit. Ja. Ja, ich habe es nur gesehen, als ich ihr Hallo gesagt habe. Und Alex Bechtel auch. Ganz anders, aber auch toll. Unglaublich, wie ich hier verwöhnt werde eigentlich. Oder? Sitze hier, selbst verschmuddelt, gealtert und dann diese Frauen. Wir sind sehr stolz in diesen Tagen hier in dieser aufregenden Redaktion im Herzen Europas, im Rheinland. Denn wieder einmal können wir in der Weltpolitik Gutes tun. Sie haben es mitbekommen, die große Afghanistan-Friedenskonferenz findet in Bonn statt. Genauer gesagt im fantastischen Kuschelhotel mit Romantikwochenende für 2 Personen inklusive Anreise und Ankunft inbegriffen. Hotel Petersberg. Und das Tolle ist, wir müssen nicht länger draußen bleiben. Nein, wir haben doch Internet. Und es gibt eine tolle Homepage. Wie ist die Adresse für alle, die sich das am Wochenende genauer mal anschauen wollen? Hier oben www.gästehauspetersberg.com. www.gästehauspetersberg.com. Das ist also sozusagen das Hotel Petersberg, wo diese Afghanistan-Friedenskonferenz stattfinden wird. Ja. Streng geheim natürlich alles. Ja, ganz genau. Keiner weiß, wie es da drin aussieht. Nein. Das wird alles von Spezialkräften abgesichert. Was sehen wir hier? Das müsste eigentlich auch der Saal sein, wo Schumi damals geheiratet hat, oder? Schumi hat auf dem Petersberg geheiratet. Es gab doch diese Aufregung, ja. Ach ja, stimmt. Da lag doch Corinna im Auto auf dem Fußboden, hat den Handtuch über dem Kopf, damit sie nicht fotografiert werden kann. War exklusiv oder überhaupt nicht? Es war exklusiv für einen wohltätigen Zweck natürlich verkauft. Mhm. Und das ist seitdem Tradition, wenn die Ehe besonders glücklich werden soll, sollte die Braut bei Anreise in der Kirche auf dem Boden des Autos liegen, mit Handtuch über dem Kopf. Und zwar die ersten 3 Jahre.
Was kann man da alles sehen? Also auf das ist der Bankettsaal jetzt. Da wird wahrscheinlich gefrühstückt und diniert. Und abends auch gefeiert. Ja, klar. Ja. Es gibt da wahrscheinlich keinen Alkohol, denn viele sind ja muslimische Freunde, ich auch, ja, die dort für den Frieden alles geben. Und Steckdosen sind auch genügend da, das beruhigend zu sehen. Oh, das ist eine gefährliche Treppe. Weißt du, zurück kann man nicht gehen im Internet. Nee, zurück kann man, dann muss man jetzt wieder warten. Da war eine gefährliche Treppe, das muss das BKA absichern. Stolperfalle. Eine Tür oder eine Treppe? Echt? Ja, so eine kleine Stufe, ich weiß gar nicht, die braucht doch keiner. So eine kleine Stufe, wenn man aus der Tür rauskommt, da sind diese ganz wunderbare Vorhänge. Da hängt sich natürlich auch arg der Rauch ein. Ach, Gummibäume, das ist ja was Schönes. Die Sessel sind sehr schön. Das sind so stapelbare Sessel. Da kannst du 400 übereinander stapeln und kannst noch auf so eine Schubkarre ziehen. Das ist der Bankettsaal. Hast du den jetzt nochmal abgerufen? Ja, nee, pass auf, jetzt kommt gleich, die Tür. Gleich wieder runter. Pass auf, die Tür mit der Stolperfalle. Pass auf, gleich. Nee, das nicht, hier nicht, hier nicht. Gleich. Pass auf, jetzt. Wanddings jetzt, die Steckdose. Siehst du das? Oh ja. Schau dir das an. Da war bestimmt so eine Stufe, ne? Ja, vielleicht ist das gar keine Tür in einem Raum, vielleicht ist das ein Wandschrank. Aber da müsste ein Schäferhund rein in den Schrank, finde ich. Ja, wieso? Du weißt ja nicht, was sich da drin verbirgt. Ja, ich will nicht unken, sagt man das? Ja, genau. Ja, aber trotzdem. Können wir nur den einen Raum sehen? Nein, hier gibt es jetzt den Konferenzraum. Auch schick. Da wird es ein bisschen hell jetzt. Also das ist halt, naja. Ist aber ein sehr schönes Sessel. Ja. Das sind diese Konferenzsessel. Ist das braun? Sehe ich das richtig? Das sind so. Oder ist das schwarz? Das sind schwarze Sessel, so wie auch im Kabinett. Ja, sehr schöne Sessel sind das. Mikro, die Gläser stehen auch schon da. Da hinten sitzen Assistenten, so, das war früher Herr Steiner, weißt du, der jetzt wegen dieser dummen Affäre zurücktreten musste. Und jeder hat ein eigenes Mikro, damit es nicht da schon Krach gibt. Ja. Ripp das Mikrofon. Lass mich mal. Finger weg und so. Nein, jeder ein eigenes Mikro. Willst du mal einen Pool sehen? Pool gibt's auch? Pool gibt's auch, klar. Da sollte man das Wasser aus Sicherheitsgründen vielleicht rauslassen, oder? Ach, in Trier entwickelt. Mhm. Das ist der Poolbereich. Ja. Ach, das sind diese Mario Basler-Liegen, siehst du? Sehr schick. French Windows, man kann direkt raus ins Freie. Die Treppen hier sind besser, die sind vom TÜV abgesichert. Gelbe Handtücher. Dusche an der Wand. Dusche an der Wand, das ist eine, die Dusche kenne ich, das ist, glaube ich, eine... Das, die Armatur, das war, glaube ich, eine, wie heißen diese deutschen, Grohe. Bitte? Das war eine Grohe Dusche, eine Mischbatterie. Ja. Oh, guck mal, da schön, ne? Oh, jetzt schon wieder das vorbei. Schön. Ist das ein Partybereich? Da kann man einen Drink nehmen, einen alkoholfreien natürlich, nach dem Plätschern. Ja, jetzt müssen wir wieder 360 Grad warten. Das ist, das, ist das Fitnessbereich? Ah, nee, man kann doch zurückgehen. Ach, guck mal, man kann zurückgehen. Ich krieg's aber irgendwie nicht ruhig. Ja, aber das ist aber sehr, sehr schön. Ne? Da ist, da sauber gefliest auf Kante. Ja. Wie tief der Pool ist, kann man nicht sehen, ne? Na, ich würde sagen, ich kann es nicht stillhalten. 1,50? Ja, aber kann sein, dass man sich da täuscht, wie bei Bildern, weißt du? das ist sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Haben die denn auch eine Fußpilzdusche hier oder ist es außerhalb? Da holt man sich ja bei so Konferenzen schnell was. Weiß nicht, mal gucken. Das ist schön gemacht, das ist Marmor. Ah, diese Liegen sind so praktisch mit den Rädern, weißt du? Guck mal, da hinten gibt es noch einen Fitnessraum. Ja, natürlich. Diese Fitnessräume in Hotels werden eigentlich kaum benutzt. Ja. Weißt du warum? Weil meistens die Decken zu niedrig sind. Ich kenne mindestens 92 Hotels, in denen das Laufband im Fitnessraum nicht benutzt werden kann, weil man sofort oben an der Decke anknallt. Ehrlich? Es steht nur drin, wenn dir die Hotelmanagerin bei der Begrüßung sagt, und hier ist unser Fitnessraum. Und wenn du reingehst, dann Vorsicht! Das ist, hab noch nie da einen drin gesehen. Oder es gehen so Frauen, so mittelalterliche Frauen mit so Frottestirnbänder runter in den Fitnessraum, die hocken sich aber an die Bar und rauchen. Schön gemacht. Das ist wirklich wunderbar gemacht. Ich kann dir jetzt noch anbieten, Rotunde. Ja, die möchte ich mal gerne sehen, die Rotunde. Halle Thüringen oder Restaurant Rheinterrasse. Was war das danach, Rotunde? Rotunde, Halle Thüringen oder Restaurant Rheinterrasse. Nee, die Rotunde hätte ich mal gerne. Ja. Man kann nämlich auch hier unten sehen, da ist so ein Lageplan, so ein, genau hier. Hier kann man das sehen. Ja. Wo wir uns, die Rotunde ist das hier so in der Mitte. Ja. Ein herrliches. Da hat man einen Blick auf den Rhein. Ja, klar. Ja, wunderbar. Wenn das Wetter mitspielt. Und was ist das?
Oh. Toll, ne? Das ist wahrscheinlich der Konferenzsaal, wo auch größere Bankette bis zu 250 Personen stattfinden können. So eine Art Wandelhalle? Das ist ja der Saal, wo wir gerade schon mal waren. Nein. Das war auch wunderbar gemacht. Oder? Da ist ein Hubschrauberlandeplatz in der Nähe. Da ist ein Hubschrauberlandeplatz in der Nähe. Eigentlich kommt man doch nur gescheit mit dem Hubschrauber hin, weil die Straßen sind so derartig steil da hoch. Deswegen ist das ja... Und unten ist eine Schranke. Ja? Ja, unten ist eine Schranke mit noch so einem kleinen Wärterhäuschen. Braucht man jetzt nicht mehr. Ist ja alles Internet und Laser und was weiß ich. Es ist ja auf einem der sieben Berge des Siebengebirges, ne? Ja. Ist der Petersberg. Ja, und heißt es deswegen Siebengebirge? Weil es sieben Berge sind? Bitte? Heißt es Siebengebirge, weil es sieben Berge sind? Ja, klar. Falsch. Falsch. Und jetzt kommt der Sprachwissenschaftler. Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Siffen. Siffen? Siffen, weil es dort so viel geregnet hat. Ach Gott, das hast du dir. Wette. Wette. Ja, okay, ich wette dagegen. Ich wette dagegen. Na? Was ist der Wetteinsatz? Champagner, wie immer. Okay, eine Flasche Shampoos. Das Siebengebirge kommt nicht von den sieben Bergen, die aber übrigens, wie heißen? Aber es sind doch genau sieben Berge. Wie heißen die Berge? Wie heißen die sieben Berge des Siebengebirges? Petersberg, Drachenfels. Bitte, Ölberg. Drachenfels. Da hört schon auf. Siehst du, in unserer engeren Heimat kennen wir uns nicht aus. Das wird bis Dienstag durchgearbeitet. Ja. Wie heißen die sieben Berge des Siebengebirges? Und kommt dieser Name wirklich aus, wie ich glaube, Mittelhochdeutsch Siffengebirge? Königswinter, Bad Honnef. Wer hat in Unkel gewohnt? Keine Ahnung. Willy Brandt. Da war doch die berühmte Geschichte, wo Gorbatschow geklingelt hat, aber Brigitte hat nie aufgemacht. Ja. Ding Dong. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Patricia Kaas. Wir haben uns ein bisschen verplaudert. Wir haben uns verplaudert. Jetzt kommt Patricia Kaas. Ja, ja, ist ja schon so spät. Und das heißt, wir konnten nicht diesen tollen Trailer zeigen, wo man sieht, wie sie sozusagen auf dem Weg zur Sendung ist. Stimmt. Nö. Kann man den jetzt sehen? Bestimmt. Können wir den mal sehen? Oder mogeln wir den nachträglich rein? Nö, den kann man bestimmt können mal wir sehen. Den zeigen? Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Da sind immer die Sachen, wo unsere Gäste aus der Garderobe rauskommen und dann so machen oder hinter einer Apfelsine vorgucken oder so. Können wir das mal im Fall von Patricia Kaas sehen, bitte? Musik. Ullala, meine Damen und Herren. Das hier ist Ihre aktuelle Platte, Patricia Kaas, Rien ne s'arrête. Ist sie schon fertig? 20 Sekunden. 20 Sekunden, Frau. Na, das hab ich ja gewusst. Frauen wie Frau Kaas werden bei uns länger verkabelt. Auch das habe ich Ihnen schon oft erzählt. Wenn wir alte 80-jährige Nobelpreisträger haben, ja, die kommen mit der Straßenbahn, die laufen zu Fuß über die Böschung und kriegen einen alten Kohlestab zugeworfen und da heißt es, guck mal, ob das Mikro funktioniert. Frauen wie Frau Kaas werden mit einer Limousinenkonvoi im Hotel abgeholt und werden von 48 speziell an diesem Tag beschäftigten Tontechnikern aber sowas von verkabelt, dass ich sage, wenn das einer von der Menschenrechtskommission sieht, bin ich im Knast. Und das dauert ein bisschen länger. Da ist die Platte. Herzlich willkommen, Patricia Kaas. Geht das mit der Temperatur? Boah, bis jetzt geht es. Ja, heute ist es nicht so kühl. Naja. Manchmal ist es hier sehr, sehr kühl und dann fröstelt ich hatte ein bisschen Angst davor, aber naja. Nein, ich habe das Gefühl, heute ist es von der Temperatur her erträglich und es sieht natürlich absolut parfait aus. Okay. Aus Paris? Aus Paris. Aus Paris. Ja. Sie leben jetzt aber nicht mehr in Paris. Nein. Wo? In Zürich. Seit einem Jahr. In Zürich? Ja. Wollten Sie mal in einer Stadt leben, in der mehr los ist? Oder von Paris nach Zürich. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que. Nein, ich wollte ganz einfach mal ein Jahr ein bisschen einfach leben. Ja. Und das ist mir leichter, wenn ich in einen Ort gehe, wo man mich ein bisschen weniger kennt. Und ich hatte ein Konzert in Zürich gegeben und ich liebte den Ort. Und jetzt mal sehen, wenn ich das aushalte, dann bleibe ich dort. Wenn nicht, gehe ich wieder zurück. Ja, aber Zürich ist eine. Haben Sie die Wohnung in Paris behalten? Nein. Nein. Alles aufgeben. Nein, weil ich wollte ganz einfach mal sagen, so, jetzt drehst du mal ein Blatt um und jetzt machst du mal ein bisschen Pause. Ja. Und da habe ich mir eine Wohnung genommen, die überhaupt nicht wie die, die ich vorher hatte. Und mal sehen, wie ich mich dort fühle. Wie kommen Sie mit dem Dialekt zurecht? Sehr schlecht. Und ich möchte auch nicht, das ist so hässlich. Ich sag's denen auch. Wenn, ach so. Wenn sie mir sagen, und wie kommst du jetzt mit dem Dialekt aus, sage ich immer, das will ich gar nicht. Ihre Sprache ist so hässlich, sprich Deutsch. Sehr schön. Unsere Schweizer Freunde. Das ist eine Best-of-CD, ja? Ja. Aus 4 Jahren. Aus 4 Jahren? Entschuldigung, aus 14 Jahren, um Gottes Willen. Entschuldigung, 87 bis 2000, also aus 14 Jahren. Da hätte ich sehr, sehr viel gearbeitet. Vier Jahre, so viel. Ja, aber es sind tolle Sachen, auf sind alles diese Sachen, die man kennt. Kennedy Rose haben Sie, glaube ich, sogar mal bei uns gesungen hier. Oh, nee, Mademoiselle Chantelouse. Mademoiselle Chantelouse. Also Zürich und jetzt der Einstieg ins Filmgeschäft. Der erste Film? Der erste Film. Und das war Zufall. Also ich habe vorher immer nicht richtig gewollt, weil ich die Zeit nicht dazu hatte. Ja. Das einzige Mal, wo ich ja sagte, war für das Marlene Dietrich Projekt und dass das nicht gemacht wurde. Aber naja, da hat man mir die erste Rolle vorgeschlagen. Und die Geschichte gefiel mir und Jeremy Irons gefiel mir auch gut. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Jeremy Irons. Verliebt sich Jeremy Irons in Sie? In diesem Film? Jeremy Irons nicht, aber Valentin, was seine Rolle ist, ein bisschen schon. Aha. Kommt es zu Kontakten? Zwischen der Rolle und... Es kommt darauf an, wie heißt Ihre Figur? Jane? Jane? Jane. Jane oder Jeanne, ne? Jeanne. Heißt sie Jeanne oder Jane? Jeanne. Mit Claude, ich meine, der Regisseur ist Claude Lelouch, einer der ganz Großen im französischen Kino. Ja? Und unter Kontakt verstehe ich, dass man... Ein Kuss zum Beispiel? Ja. Wie ist es, Jeremy Irons zu küssen? Also die Rolle. Aber es sind ja doch die Lippen von Jeremy Irons. Angenehm. Haben Sie ihn vorher schon mal getroffen? Nein, also einmal in Paris, ja. Ja. Da hat man mir ihn vorgestellt, aber ich muss sagen, wenn man seine Rolle spielt, dann okay, da gibt es halt einen Kuss, aber man küsst nicht so und man hat das Gedanke, ich küsse Jeremy Irons, das ist nicht dasselbe. Nein, das glaube ich nicht, aber er wird den Gedanken haben, ich küsse Patricia Kaas. Ist das so ein Filmkuss? Ja, über den Kuss ist ein bisschen kompliziert, weil ich hatte danach gefragt, weil ich habe ja nie vorher gedreht und ich wusste nicht, was ist ein Kinokuss. Ja. Und da habe ich gefragt und man hat mir gesagt, du machst, wie du es fühlst. Und ich komme drauf für den Kuss, wenn du nur einfach machst, okay, aber wenn du einen richtigen Kuss geben musst, da kann ich nicht nur so machen, dann muss ich das schon richtig machen. Dann habe ich Jeremy gesagt, okay, wenn ich küsse, dann küsse ich richtig. Avec la... Was heißt Zunge? Nein, was heißt Zunge auf Französisch? Langue. Ah, langue. Also, wie die Sprache? Langue. Not longue. Langue. Ja. La longue. Gibt es auch, ja. Und la langue, un baiser avec langue heißt Zungenkuss? Ja. Un baiser avec langue. Non. Un baiser. Un baiser. Un baiser avec langue. Und ist er dann ein Schauspieler, der auch abbricht, wenn die Kamera läuft, oder lässt er die Zunge im Hals, wenn es weitergeht? Nein, er bricht ab. Er ist professionell. Sehr professionell. Oui. Der Film wurde in Frankreich gedreht? Sehr wenig. Wir haben viel in Marokko gedreht. Marokko? Aha, Marokko. Oui.
Und ist das da schön? Kriegt man da auch was vom Land mit? Oder? Nicht sehr viel, aber von der Sonne schon. Das glaube ich. Und sind da auch, wie ist das eigentlich, diese Filmleute? Ist da jeden Abend Party? Ist da jeden Abend Fest? Nicht? Nein, weil wir starten um 8 morgens. Ja. Und dann, wir hören so um 6 auf, 7, dann wird gegessen. Und, aber wir haben doch Partys gegeben, weil man kann nicht immer konzentriert sein und sagen, ob jetzt, das, man muss manchmal halt ein bisschen Fun auch haben. Stimmt es, dass bei französischen Dreharbeiten Wein getrunken wird in der Mittagspause? Generell weiß ich nicht, aber da nicht, nein. Da nicht? Nein, wir hatten Tee à la menthe. Ah, das ist Pfefferminztee. Ja. Ja. Das ist auch, das trinkt jemand in Frankreich, Mont à l'eau. Mont à l'eau? Ich glaube, das trinkt keiner außer mir, oder? Ich auch. Wirklich? Ich finde, das schmeckt toll. Ja, und es sieht auch so toll aus, diese grüne Sirup und dann kommt da Wasser darf drauf. Darf nicht so viel sein, schon wird es so süß. Ja, es ist irgendwie so das typische französische Urlaubsgetränk. Ich habe es auch schon mit nach Hause genommen. In diesen Kanistern, in diesen Blechkanistern. Aber hier schmeckt es nicht. Man muss es vor Warum Ort. Ist das Wasser nicht so gut? Oder? Nein, ich glaube, es hat mit der Atmosphère zu tun. Man muss irgendwie sagen. Montalo, heißt es auch noch Ün? Ün. Ich kann immer diese ganzen Artikel nicht auseinanderhalten. Das ist so schwierig. Was heißt denn Glühbirne auf Französisch? Glühbirne? Ja. Was ist denn das? Für ein das Ampoule. Licht? Eine Ampoule. Eine Ampoule, das wusste ich auch nicht. Das sind immer so Wörter, die man nicht... Warum Glüh? Ich sage eine Birne. Ja, das heißt in Deutschland Birne, aber es könnte auch La Poire sein. Oder Le Poire? Okay. La Poire. Die Birne, La Poire. Je veux une poire. Hm. Ja, aber L'Ampoule? L'Ampoule. Und was heißt Bindehautentzündung? Ja, das brauchte ich letztes Jahr im Urlaub. En mes vacances? Absolument. Wieso wegen hier? Vom Wind. Wissen Sie, was das heißt? Direkt dann jetzt nicht, nein. Ich hatte das, oder es war wahrscheinlich ein Tumor, aber ich wollte, und ich habe es in meinem Lexikon nicht gefunden. Ja? Das war, Sie haben zu viel Montalo getrunken. Nee, es kam glaube ich, von diesem Wind in der Bretagne und in der Normandie. Sie haben auch in der Normandie gedreht? Ja, 2 Tage. Wo? In Fécamp. Oh, da, ist das da, wo diese großen Felsen sind? Ja. Ja, das ist eine schöne Ecke, oder? War ein bisschen, wenn es regnet und kalt ist, ein bisschen traurig. Das stimmt. Es fahren auch keine Franzosen hin. Es sind nur deutsche Ökos. die Franzosen fahren alle au midi ou à la midi? Er fragt mich die Frage. Dans le midi. Ah! Dans le midi. Ich habe nie gelernt, ich habe immer nur die Wörter gelernt. Midi, Süden, okay, table, Tisch. Le table, la table, was? Ja, das Wichtigste ist, was man weiß, um was es geht. Wenn es männlich oder fraulich ist, egal. Ja, aber das ist so schlimm. Ich habe wirklich mal im Urlaub bestellt ein Demi-Cidre. Ja? Und der Kellner hat eine halbe Zitrone gebracht. Ja, ein Demi-Citron. Ja, ein Demi-Citron. Ich habe gesagt, un Demi-Cidre, s'il vous plaît. Und bringt eine halbe Zitrone. Man kommt sich so blöd vor. Zu Recht. Ich werde das ein bisschen lernen. Wirklich, es ärgert mich. Aber gut, ich bin so ein Streber. Wissen Sie, was das ist, Streber? Der immer der Beste sein will in der Schule. Primus. Das ist die Platte, Patricia Kaas, 14 Jahre lang, Rien ne s'arrête. Der Film kommt nächstes Jahr raus? Ja, also im März, aber ja, nach Deutschland ein bisschen später wahrscheinlich. Und der Film heißt And Now, Ladies and Gentlemen. Ja. Ja? Es war sehr schön, dass Sie wieder mal bei uns waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen, wieder mal was singen. Das nächste Mal. Ja, tolle Sache. Alles Gute. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Madame. Patricia Kaas, meine Damen und Herren, gleich Alex Bechtel.